Auf jeden Fall bei der Bundeswehr haben wir viel getrunken. Wirklich viel getrunken. Beim Bund lernst du saufen. Und das ist tatsächlich so. Also ich habe der Bundeswehr viel zu verdanken. Ich habe da Struktur in mein Leben gebracht. Ohne die Bundeswehr wäre ich wahrscheinlich nicht hier. Aber wir haben aber auch da viel gesoffen. Ich habe alle anderen Drogen so ein bisschen ausgetauscht, außer Speed und ab und zu mal eingekifft, aber ganz selten. Aber außer Speed und Zigaretten habe ich fast nichts mehr konsumiert und dafür haben wir mehr gesoffen. Weil Saufen ist bei der Bundeswehr akzeptiert. Und wir waren, es war Wochenende und die Mannschafter sind feiern gegangen im Kuhdorf war das, glaube ich. Damals gab es das noch, gibt's, ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt. Kuhdorf in Berlin am Kudamm. Und wir sind schon hin. Ich habe mir für den Abend aber Ecstasy oder Kokain besorgt. Ich bin mir nicht mehr sicher. Und war schon so total. Koks. Koks war es. Und war total so besoffen. Und dann sind wir so beim Türsteher ran. Wir wollen hier feiern. Also auf mich gezeigt, der nicht. Der ist zu besoffen. Fürs Kuhdorf. Das ist schon eine Leistung. Und dann sagen wir so, ey, wir sind extra aus Strausberg gekommen, Bundeswehr, guck mal hier, wir wollen hier richtig Kohle lassen, wir verdienen Geld, hier wollen unseren Sold auf den Kopf kloppen. Und der Türsteher so, komm, schick den noch mal eine Runde um den Block und der soll einen Kaffee trinken gehen. Und wir losgelaufen zum Auto, wir sind ja mit Auto gefahren, reingesetzt, zwei Linien gezogen, 5 Minuten gewartet, wieder zurück. Alles klar, mein Freund, ich habe Kaffee getrunken. Kann ich jetzt rein? Er guckt mich so an. Ja, jetzt kannst du. Dann bin ich da runter und dann ging es richtig ab. Also ich habe innen drin nicht mehr konsumiert, aber also kein Kokain mehr konsumiert, aber wir haben gesoffen wie die Berserker. Und ich habe das erste Mal in meinem Leben auf Schlager gefeiert. Muss dir vorstellen, Soldaten, alle relativ gut trainiert. Müssen wir ja, müssen den ganzen Tag laufen und so. Und Military Fitness machen und sowas alles. Und alle voll wie die Eimer. Irgendwann T-Shirts ausgezogen, im Schlagerbereich auf dem Tisch. Also wir waren die Attraktion da drin. Und sind dann raus. Und dann kam dieser, du kennst es vielleicht, wenn der Sauerstoff kommt, du besoffen aus einem diesigen Raum kommst und so, Pots! Und in dem Moment war ich, genau, dann konnte ich mich vergessen. Wir also zurückgefahren und derjenige, der mit dem Auto da war, der ist schon vorher abgehauen. Wir sind mit der S-Bahn nach Strausberg zurückgefahren. Und in der S-Bahn ist schon so total fertig mit der Welt. Dann sind wir raus und in Strausberg musst du so über so einen Übergang rüber. Und direkt dahinter war das Drehtor von der Kaserne. Und für dieses Drehtor brauchtest du so eine Magnetkarte. Da ich aber fernab von Gut und Böse war und eigentlich noch nicht mal mehr wusste, wo ich mich in diesem Universum befinde, wusste ich natürlich auch nicht, dass ich eine Drehkarte habe. Also hier so eine Magnetkarte. Ich wusste aber, hinter diesem Tor gibt es ein Gebäude und in diesem Gebäude ist mein Bett. Wie kommst du da jetzt rein? Ich habe das Drehtor gesehen und die anderen die haben woanders geschlafen. Und ich dann zu diesem Tor, ging nicht auf. Ich so, daran gewackelt, eigentlich auch total dumm, weil da war eine Kamera und es gibt einen wachhabenden Offizier. Und wenn der merkt, das Kasernengelände wird angegriffen, dann muss der raus. Und es gab auch schon viele Leute, die dann so in Ausnüchterungszelle gekommen sind. Und ich da so, auch richtig gebrüllt, so, ey, lass mich hier rein, Alter! Ich will in mein Bett! Und hab dann aber relativ schnell aufgegeben, weil ich habe gemerkt, das Scheißding bewegt sich einfach nicht. Und bin dann zurück, hab mich in die Wiese gesetzt und wollte mir einen Plan schmieden, wie ich da reinkomme. Und dann bin ich so weg, und hab vor der Kaserne auf der Wiese gepennt. War zum Glück Sommer, glaube ich. Und am nächsten Tag. Also die Soldaten, die zum Dienst müssen, die sind ja auch da alle lang. Und die schon so
Roman? Also mit Dienstgrad angesprochen. Roman? Bist du das? Was ist los? Ja, hast du da gepennt oder was? Nein! Auf keinen Fall habe ich hier gepennt. Nimmst du mich mit rein? Da bin ich mit rein. In mein Bett, total fertig. Ich hatte zum Glück frei und habe dann da geschlafen, ja.